Neffen wurde entführt, ein Freund von mir, Bankel in seinem Leben, 4 Kilometer von Gaza entfernt, im Kibbutz, mit den ganzen Familien. Zu links, zu utopisch, zu Klima. Zu kaufen, die Wochentaz, die neue linke Wochenzeitung, immer samstags neu am Kiosk. Guten Abend, liebes Publikum. Mein Name ist Jan Feddersen. Ich moderiere und begleite durch den Abend. Das ist heute der 417. Taz-Talk seit Einführung dieses Formats im Zeichen der Corona-Pandemie. Diese Veranstaltung heute Abend kommt zustande, weil nach Absprache mit einem Freund, den unser Gast heute Abend auch gut kennt, Philipp Gessler, weil er unbedingt sagte, den musst du einladen. Und den haben wir also eingeladen. In diesem Sinne erstmal herzlich willkommen, Igal Avidan. Ja, vielen Dank. Liebes Publikum hier in der Taz-Kantine oder auch zu Hause an den Screens, möglicherweise jetzt live oder auch später in der Konserve. Sie können Fragen stellen, auch hinterher. Das Verfahren ist das übliche. Schreiben Sie uns taztalk@taz.de. Die Fragen werde ich weiterleiten. Und für das Publikum hier kann ich nur sagen, nach einer geraumeren Zeit werden die Mikrofone freigegeben. Dann ist da mein wunderbarer Kollege, jetzt muss ich mir den Namen, den ich mir immer nicht merken kann, ablesen. Das ist Moritz Josenanz und der technische König ist wie immer mein Freund und Kollege Peter Rohrmann hinter den Reglern an der Kamera und zugleich auch der Zuschaueranwalt. Igal Avidan kam Ende der 80er Jahre nach Berlin, genauer gesagt nach West-Berlin als israelischer Bürger, wo er vom Jahrgang 62 ist. Er lebte damals in Tel Aviv. Und aus vielen verschiedenen Gründen, wie das Israelis ganz und gar eigen ist, ist meine Vermutung, war abenteuerlustig und wollte nach Deutschland und hier auf dem Wege zu Ruhm und Schönheit sein. Und man könnte fast sagen, so geschah es. Er hat in den frühen 90er Jahren wie in den Jahren danach auch für die Taz gearbeitet. Und vorhin verriet er mir und ich weinte ein bisschen mit, aber eine ganz eigene Taz-Existenz sei ja ganz undenkbar, wenn man irgendwie auch noch ein paar Brötchen bezahlen will. Und wie dem auch sei, Igal Avidan hat wahnsinnig viel fürs Radio gearbeitet, hat auch für die Taz geschrieben, an Sonderausgaben mitgewirkt. Und jetzt hat er ein Buch gemacht, verfasst. Das hat er, wenn man so will, nicht voraussehen können, dass es so treffgenau in eine ganz spezifische israelisch-europäisch-nahöstliche Atmosphäre treffen würde. Dieses Buch heißt Und es wurde Licht. Naja, könnte man sagen, das klingt irgendwie so biblisch, das klingt so anreligiosisiert, aber es geht um jüdisch-arabisches Zusammenleben in Israel. Herzlich willkommen, Igal Avidan. Dankeschön. Liebes Publikum, und ich kann Ihnen und euch versichern, unser Autor ist von charmantester Verplappertheit vorher auch schon gewesen. Und das ist ein gutes Zeichen, denn das deutet auf ein sehr produktives Lampenfieber hin. Und du hast uns ein kleines Intro mitgebracht, einen kleinen Vortrag. Und du wirst dich jetzt zu diesem ganz wunderbar für dich aufgestellten Tischchen setzen. Also du gehst jetzt quasi aus dieser gemütlichen Sitzlandschaft mit ganz anderem Licht in das Licht. Und es wurde Licht. Bitte. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, wieder hier zu sein bei der Taz und beginne mit einem Bild. Das Gute an diesem Bild ist, dass es nicht nur die Lage in Israel im Mai 2021 gut wieder gibt, nämlich düster, dunkel, bedrohlich und hoffnungslos, sondern auch die Lage hier jetzt in Israel nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober und dem Krieg in Gaza, das immer noch andauert. Aber wenn Sie sehen, je dunkler das Bild ist, desto heller strahlt das wenige Licht, was dort ist. Und das wenige Licht war für mich sozusagen die Antriebskraft, dieses Buch überhaupt zu schreiben. Denn wenn alles düster und dunkel und hoffnungslos ist, dann
neigt man nicht dazu, die Kräfte zusammen zu bündeln, um ein Buch zu schreiben. Aber es sind ein paar Lichtmomente, die ich euch auch heute Abend zeigen will. Und viele mehr findet man in diesem Buch. Ich habe mich in meinem Buch auf die Beziehungen zwischen der jüdischen Mehrheit und der arabischen Minderheit in Israel konzentriert. Weniger Leute wissen, dass es nicht nur den israelisch-palästinensischen Konflikt gibt, sondern auch den Konflikt innerhalb von Israel, nämlich zwischen der jüdischen Mehrheit und der arabischen Minderheit, die 21% der Bevölkerung ausmacht. Und als diese Beziehungen explodierten im Mai 2021, es waren die schlimmsten Straßenschlachten seit der Staatsgründung 1948, und vor allem tobte die Gewalt in den verschiedenen Städten, wo Juden und Arabern zusammen nebeneinander leben. Und das war für mich ein Albtraum, weil Menschen aufeinander losgingen, nur weil sie jüdisch oder arabisch waren. Zwei Worte zu dieser arabischen Minderheit in Israel, die sich überwiegend muslimisch ist und sich überwiegend arabisch nennt, nicht unbedingt palästinensisch. Also man kann sie nicht mit einer Minderheit in Deutschland vergleichen, weil sie keine Migranten sind, sondern der Staat Israel ist zu ihnen gekommen, wenn man so will. Sie waren die Mehrheit im Lande vor dem Bürgerkrieg 1947 und der Entstehung des Staates Israel und wurden zur Minderheit durch Krieg, Flucht, Vertreibung, wie auch immer. Sie haben Land und Verwandte verloren, die in den Palästinensergebieten bis heute auch in Gaza, im Westjordanland und in den arabischen Staaten und auch woanders leben. Sie leben in einem jüdischen Staat und gleichzeitig in einem Staat, das sich seit der Gründung 1948 in einem Dauerkonflikt befindet mit ihrem Volk, nämlich dem palästinensischen Volk. Und wenn man sagt, Israel ist auch die einzige Demokratie im Nahen Osten, dann lässt sich die israelische Demokratie daran messen, wie der Staat mit dieser schwierigen Minderheit umgeht, nämlich diese 2 Millionen arabischen Israelis. Ich habe genau ein Jahr nach diesen Straßenschlachten, nach diesem Bürgerkrieg, zwei Reisen eigentlich unternommen nach Israel und vor allem in die gemischten Städten. Das sind die Städte, die einmal arabische Städte waren und heute lebt dort eine beträchtliche arabische Minderheit. Also von Norden nach Süden sind das Akko, Haifa, Jaffa ist ein Stadtteil von Tel Aviv, Lod neben dem Flughafen Ben-Gurion und schließlich Ramle. Und zu diesen 5 gemischten Städten habe ich 2 Orte hinzugefügt, ein kleiner Kibbutz, der nicht zu sehen ist hier, und schließlich Jerusalem, die Stadt mit der größten arabisch-palästinensischen Minderheit, nämlich 39%, mit dem kleinen Unterschied, dass die meisten von ihnen keine israelische Staatsbürger sind. Ich beginne die Geschichte in diese Stadt Akko, eine ganz schwierige Stadt, 50.000 Einwohner, ein Drittel von ihnen sind arabische. Und was wir hier sehen, ist die wunderschöne Promenade der Altstadt von Akko, die nicht nur Weltkulturerbe der UNESCO ist, sondern eine 3000-jährige Geschichte hat, beginnend mit dem Apostel Paulus, die Kreuzfahrer, die Römer, Sultan Saladin und der Gründer der Bahá'í-Religion. Aber wir bleiben nicht lange hier in der Altstadt, sondern springen zu diesem Stadtteil Wolfson, 1960 gebaut von Isaac Wolfson, ein britisch-jüdischer Mäzen, als erstes festes Zuhause für jüdische Zuwanderer. 1960 war das ein jüdischer Stadtteil. Im Laufe der Zeit sind immer fast alle Juden weggezogen und heute besteht die Bevölkerung in diesem Stadtteil Wolfson, 90% der Bevölkerung ist arabisch und das ist ein sozialer Sprengpunkt mit vielen Problemen, Gewalt, Kriminalität und Drogen. Und in der zweiten Nacht der Gewalt in Akko, und die Gewalt begann auch damals auf dem Tempelberg in Jerusalem über Gaza und sozusagen breitete sich auf ganz Israel und kam auch nach Akko. In der ersten Nacht der Gewalt konnte sozusagen die Gewalt einigermaßen eingedämmt werden und in der zweiten Nacht der Gewalt bricht es hier los in diesem Stadtteil Wolfson. Einer der wenigen Juden, die dort lebte, war Hanna Ganashvili
Und in dieser zweiten Nacht, das ist der 12. Mai 2021, wird sie an dem Abend im arabischen Lebensmittelladen gewarnt, sie solle schnell wegziehen, denn die Juden würden einen Krieg anzetteln. Sie ging nach Hause und hörte draußen schon das Geschrei Allahu Akbar und rief ihren Sohn Mohr zu Hilfe, und er machte sich auf den Weg zu seiner Mutter, um sie zu beruhigen. Der 30-jährige Versicherungsangestellte fährt entlang diese Straße, telefoniert noch mit seinem Bruder und sagt, ich bin gleich bei Mama, alles ist okay. Während er fährt entlang diese Straße, sieht er vermummte junge arabische, muslimische Israelis, die hissen die palästinensische Fahne am Strommast, und auf einmal fällt ihm auf, dass an beiden Seitenfenstern seines Autos wehen zwei kleine Israel-Fähnchen, denn Israels Unabhängigkeitstag war in den Tagen, und diese beiden blau-weißen Fähnchen wirkten auf die aufgebrachten jungen Männer wie ein rotes Tuch. Sie versuchten, seinen Weg zu blockieren und ihn aus dem Auto herauszuzehren. Er fährt rückwärts und stößt gegen eine Mauer. Ich hörte einen Knall, erzählt Morganashvili. Dann war einen Moment lang Stille. Danach flogen wieder Ziegelsteine in meine Richtung. Ich wollte aussteigen, bevor sie mich lebendig verbrennen, machte die Tür auf, rannte auf Mamas Haus zu und versuchte, mein Gesicht mit den Händen zu schützen. Der Mob holte mich jedoch ein und schlug mit Eisenstangen und Holzlatten auf mich ein. Ich fiel zu Boden, jemand kickte mich ins Gesicht, und mir war jetzt klar, ich werde sterben. Morganashvili ist aber nicht gestorben, weil ein gleichaltriger arabischer junger Mann, der in diesem Stadtteil mit jüdischen und arabischen Freunden und Nachbarn aufgewachsen ist, eilte zur Stelle zusammen mit einem Lokalpolitiker. Die Angreifer ergriffen die Flucht, und Morganashvili, der vom Beruf aus Krankenpfleger war, ist es auch gelungen, nach langen Diskussionen einen Krankenwagen in dieses umkämpfte Gebiet zu überreden, hineinzufahren. Und eine Woche später besucht der Krankenpfleger den Mann, den er gerettet hat, im Krankenhaus. Und das ist das erste Foto der beiden. Und ich muss sagen, ich bin immer noch gut befreundet mit Fadi Kassem, so heißt der Krankenpfleger. Und er ist wieder zurück in Akko, denn erstmal musste er weg, weil er zwischen die Fronten geriet. Noch nie hatte er gesagt, er hatte vorher täglich Menschenleben gerettet. Noch nie wurde er bedroht oder beschimpft deswegen. Und Morganashvili, das Opfer auf der rechten Seite, der hatte sich überhaupt nicht mehr getraut nach Akko zurück. Er sitzt heute Anfang 30 im Rollstuhl und ist auf seine Mutter angewiesen. Beide haben die Stadt längst verlassen, denn nur 8 Täter wurden zu Haftstrafen belangt. Mohr war bei allen Prozessen dabei, wurde heftig beschimpft von den Tätern und deren Verwandten, und die meisten Täter, weil sie vermummt waren und es gab nicht genug Beweise, laufen immer noch frei in der Stadt herum. Aber man kann sagen, die Stadt bietet auch Hoffnung. Fadi Kassem kandidiert jetzt für die Kommunalwahlen, die wegen des Krieges auf Ende Januar verschoben wurden, und sein bester Freund, ein Likud-junger Mann, mit dem sie seit Jahren kooperieren, denn sie verteilen an jüdischen und muslimischen Festen Lebensmittel für Bedürftige von beiden Seiten. Und der andere junge Mann hat gute Chancen, der nächste Bürgermeister zu werden. Und das ist vielleicht ein Hoffnungsschimmer für diese schwierige Stadt Akko im Norden Israels. Die zweite Station ist Haifa. Haifa ist etwas südlicher von Akko und gilt als ein Beispiel für gute jüdisch-arabisches Zusammenleben. Das liegt vielleicht daran, dass der Anteil der arabischen Bevölkerung hier wesentlich niedriger ist, also nur 12%. Viele von ihnen gehören der Mittelschicht oder der Oberschicht. Ein Großteil der Studenten, fast die Hälfte der Studenten, sind arabische, und das Leben ist etwas gemütlicher in Haifa, zumal sie, hier ist das Weltzentrum der Baha'i-Religion, aber die großen 3 monotheistischen Religionen haben keine Heiligtümer in Haifa. Das ist alles etwas gemütlich auf dem Karmelberg, aber auch hier ist das Leben nicht ganz einfach, und wenn die Gewalt in Gaza explodiert, dann kommen die Folgen auch nach Haifa. Ich bin hier, habe verschiedene Termine und Begegnungen, die Sie in meinem Buch lesen können, und eine der schönsten war in diesem Kindergarten im Stadtteil Hadar in Haifa. In der Hillelstraße kommt mir ein Zug singender Kleinkinder
entgegen und sie singen munter auf Arabisch, weil sie diesen Kindergarten besuchen, der Kindergarten der Bildungskette Yad Beyad oder Hand in Hand. Und die sozusagen wachsen gemeinsam zweisprachig mit zwei Kulturen. 110 Kinder sind hier und in jeder Klasse werden sie von einer jüdischen und einer arabischen Kindergärtnerin betreut. Und der Mann, der über diese 110 Kinder herrscht, das ist Michael Farjun auf der linken Seite, der 10 Jahre lang hier ein Kinderbetreuer war und seitdem leitet er den Kindergarten mit der Kindergärtnerin Yasmin Atamne. Also das ist wirklich wunderbar hier zu sehen, wie er eine kleine Community geschaffen hat von 300 Familien, zu der auch die Erzieher, die Eltern und die Nachbarn gehören und sie machen gemeinsame Kulturveranstaltungen. Zum Beispiel, wenn sie neue Kinder für den Kindergarten suchen, machen die Kinder also eine Lesung in beiden Sprachen, die 11-Jährigen, und dann kommen die Eltern und die Kinder und so gewinnen sie neue Kinder für ihren Kindergarten. Und wenn man sich die Kinder anschaut, dann kann man wirklich nicht sagen, welches Kind jüdisch ist und welches Kind arabisch. Also das einzige Kind, was sich absondert, ist ein Bahai-Kind. Die Bahais bleiben unter sich. Und da ich sozusagen in diesem Kindergarten im Dezember zu Besuch kam, musste Michael als Leiter dieses Kindergartens, der zu der Bildungsstätte Yad Beyad gehört, nicht lange die Kinder darum bitten, mich mit einem Lied zu empfangen. Sie sangen erstmal auf Arabisch und dann auf Hebräisch ein Lied, das er übersetzt hat, nämlich O Tannenbaum. Das passt zu dieser Zeit und mit diesem gemütlichen Lied wollte ich enden. Die Gewalt, die versucht auch hier hineinzudringen, also in schwierigen Zeiten neigen dazu vor allem die jüdischen Eltern Abstand zu nehmen, die Anmeldungen rückgängig zu machen, was natürlich ein Problem darstellt für einen Kindergarten, wo die Hälfte der Kinder jüdisch und die Hälfte arabisch sein müssen, laut Statuten. Und Michael hat in einem Fall ein Auge zugedrückt, denn er wollte nicht Kinder wegschicken. Und wenn die Kinder zurechtkamen, dann spielte die Demografie, was auch ein großes Problem für Israel ist, eigentlich keine Rolle. Ich habe zum Schluss Michael gefragt, eine kritische Frage ist trotzdem erlaubt. Es sind 2000 Kinder in Israel, die solche binationale Einrichtungen besuchen, Schulen, Kindergärten, es gibt sogar ein Gymnasium. Was ist aber mit den restlichen 1,9 Millionen israelischen Kinder? Michael sagt zum Schluss, wir sind ein Tropfen im Ozean, aber dieser Tropfen ist Gold wert. Und das sieht er anhand seiner eigenen Kinder. Wenn die Gewalt eskaliert, wenn ein israelischer Soldat oder Soldatin überfallen wird von einem Palästinenser oder einer Palästinenserin und jemand aus der Nachbarschaft oder aus der Großfamilie sagt, die Araber seien Mörder, dann schaltet sich sein 10-jähriger Sohn und sagt, ich habe auch arabische Freunde und es gibt gute und böse Juden und Araber. Vielen Dank. Egal, ich bereue so ein bisschen meine Anregung, dass du vielleicht nur eine Kurzversion machst. Ich könnte jetzt noch stundenlang zuhören. Und so wie ich jetzt das Mienenspiel der meisten hier im Publikum deuten kann, also wünschen sie das eigentlich auch. Aber wir werden jetzt ja Fragen stellen. Aber noch mal ganz konkret, das sind ja wunderbare Fotos. Ich finde, das sieht so ein bisschen klick-klack-mäßig aus. Und es ist jetzt nicht Andy Leibowitz-Ästhetik. Gibt es davon eigentlich noch mehr und habt ihr nicht erörtert, viel mehr von diesen Fotos auch ins Buch zu übernehmen? Weil das Buch ist ja reine Schriftgut. Ja, also das muss man den Verleger fragen. Also ja. Diese Frage wurde mir auch gestellt. Also ich denke, die Fotos sind ein Bonus für das Publikum, das kommt. Das hat den Vorteil, dass auch Menschen, die das Buch gelesen haben, auf einmal sehen sie die Protagonisten und sie sehen die Orte, wo das abgespielt hat. Und das ist sozusagen ein Zusatz. Und da manche Leute sogar zweimal zu einer Lesung kommen, dann denke ich, das ist, vielleicht wollen sie das Foto nochmal sehen. Oder den Autor. Oder noch viel mehr. Den Autor ganz bestimmt. Um jetzt auf das von dir Erzählte im Konkreteren einzugehen, warum,
Du hattest erzählt, dass bei dem Kindergarten sind es gerade bei den jüdischen Eltern viele, die ihre Kinder dann nicht anmelden, dass es da quasi so einen arabischen Overflow gibt. Warum? Also erstens ist das Bildungssystem in Haifa sehr gut. Es gibt viele Alternativen. Zweitens ist ein privater Kindergarten, also die Eltern müssen zahlen. Mhm. Die jüdischen Eltern, die das machen, sind alle progressive Linke. Und die arabischen Eltern, die ihre Kinder hinschicken, wollen, dass ihre Kinder vorankommen, wollen, dass ihre Kinder gut Hebräisch lernen und sind sozusagen die Oberschicht in der Stadt. Und weil es viele Alternativen gibt und in schwierigen Zeiten hat man Angst und vor allem die Angst wird immer größer, wenn die eine oder andere Familie schon absagt, dann ist dieses Gleichgewicht 50% jüdisch, 50% arabisch gestört und manche Eltern wollen nicht, dass ihre Kinder in der Minderheit sind, in einem israelischen Kindergarten sozusagen in ihrer Klasse sind dann mehr Araber als jüdische Kinder. Angst wovor? Schwer zu sagen. Also ich merke auch jetzt wegen des Krieges, dass manche Leute sehr vorsichtig sind mit Äußerungen, denn jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt, wird sofort mehrfach publiziert durch die sozialen Netzwerke und dann sind die Leute eher vorsichtig heutzutage. Leider. Du bist selber Israeli und ich nehme an, das ist für dich ein leichtes, so also arabische und jüdische Israelis auseinanderzuhalten. Du kannst sie erkennen, so far. Nicht immer? Nicht immer. Nee, zum Beispiel bei Laila wusste ich nicht, ob Laila jüdisch ist oder arabisch. Also das war die Frau, die sozusagen die Trainerin beim Frauenchor in Jaffa. Und die ganze Zeit lauschte ich ihren Anweisungen ganz genau, um durch ihre Aussprache zu erkennen, ob sie jüdisch oder arabisch ist. Denn die wenigsten arabischen Israelis besuchen eine jüdische Schule und können so gut Hebräisch, dass man das Akzent nicht hört. Aber ich konnte natürlich nicht herausfinden. Und bei einer der Lesungen war tatsächlich eine Frau im Publikum, die Laila heißt. Aber da war das ziemlich klar, welche Religion sie hat, denn ihr Vater ist der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde. Natürlich wäre es auch interessant, eine arabische Tochter von einem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde, aber das war nicht der Fall. Also das heißt, das erste Unterscheidungskriterium für dich ist eigentlich erstmal immer die Akzentfrage. Also manchmal der Name, manchmal das Akzent. Deswegen am Flughafen zum Beispiel, wenn die Leute kommen, dann werden sie gleich beim Checkpoint angehalten und dann sagt man guten Morgen und wie geht's und so und wenn sie merken, das Akzent, dann werden sie gebeten, an die Seite zu fahren und dort werden sie gründlich kontrolliert. Schon diskriminierend, oder? Ja, das nennt man Profiling, aber sonst mussten alle stundenlang warten und das ganze System würde kollabieren. Warum gibt es in Israel getrennte Schulen, jüdische und arabische? Das war immer so. Es gibt nicht nur getrennte Schulen zwischen Juden und Arabern, es gibt auch getrennte Schulen zwischen Ashkenazi-Orthodoxe, Sephardisch-Orthodoxe, Nationalreligiösen und so weiter und so fort. Das ist das große Problem. Also die Menschen wie ich müssen zur Universität kommen, bevor sie einmal einen Araber aus nächster Nähe überhaupt sehen. Wo bist du aufgewachsen? Ich bin in Holon aufgewachsen, das ist bei Tel Aviv und es waren keine Araber in meiner Gegend, es waren auch keine Orthodoxe. Das heißt, du hattest bis dahin, bis du irgendwann aus der Pubertät raus warst, hattest du eine allenfalls theoretische Vorstellung von dem, was in Israel arabisch ist? Das war gar kein Thema, das interessierte uns nicht. Man kann wunderbar nebeneinander leben, also Araber ja. Also ich weiß, als kleines Kind waren wir auf dem Weg zurück von Jerusalem und meine Eltern haben mir erklärt, hier ist ein Dorf und das sind gute Araber. Was heißt gute Araber? Sie sind israelische Staatsbürger. Also alle jenseits der Grenze, damals Westjordanland, sind die schlechten Araber. Wie muss man sich deine Recherche vorstellen für dieses wunderbare Buch? Ich kann das übrigens gar nicht anders sagen. Du
mutest einem ja auch immer, also wie fandst du das Buch und so weiter. Ich kann dir nur einfach ganz cool sagen, es ist für mich das Buch der Stunde und zwar über den ganzen, sag ich mal, Gaza-Komplex hinaus. Das ist ein Buch, von dem man unbedingt lesen sollte, denn es berührt etwas, was schon alleine sprachlich in den deutschen Nachrichten immer so oft schiefläuft und es weist wesentlich darüber hinaus. Es heißt doch immer, die Israelis und die Araber, also als ob das ein Gegensatz wäre. Es gibt ja 2 Millionen arabische Israelis. Ja, und es gibt Kommunisten, es gibt Islamisten, die haben miteinander überhaupt nichts zu tun. Mhm. Aber wir kennen sie nicht, deswegen sind sie für uns eine große Masse. Wie hast du sie kennengelernt? Also ich kenne manche Leute seit Jahrzehnten, weil ich sie immer wieder interviewt habe. Und trotzdem war es nicht immer einfach. Also als ich zu Jafar kam und er kennt mich seit Jahrzehnten und ich hatte einen Tag in Haifa geplant, ein Interview nach dem anderen, ein bisschen Puffer, aber nicht so viel. Und dann lässt er mich dann warten und dann sagt er, gib mir nur ein Interview, wenn ich ihm versichere, dass in meinem Buchprojekt kein zionistisches Geld steckt. Ich habe nicht verstanden, was er von mir will. Eigentlich soll ich in Bärenberg anrufen und fragen, ob zionistische Weltorganisation das Buch finanziert. Also es war für so skurril alles. Dann habe ich mir erlaubt, ihm ein Foto zu zeigen, weil seine kleine Straße, wie heißt es, St. Lukas? Die St. Lukas-Straße, wenn man von seinem Institut Mossawa, das Zentrum für Gleichberechtigung, das sozusagen kämpft für die Gleichberechtigung der arabischen Minderheit in Israel, wenn man von diesem großen, prachtvollen Villa 200 Meter nach rechts geht, dann kommt man zur Zionismusallee, was eine Geschichte an sich ist. Eine Art Straßenschlacht in Haifa. Immer wieder wird diese Straße umbenannt und das passt den arabischen Minderheiten nicht. Aber das war erstmal diese Vorsicht und dann ging es und es ging vor allem über Empfehlungen. Und der hat den empfohlen, dann hatte jemand anders empfohlen und so ging es leichter. Also manche Leute kannte ich, manche habe ich schon vor Jahren interviewt und wollte sehen, was sich geändert hat, wie in Ramle zum Beispiel, und manche war es einfach spontan. Haben alle gleich mit dir gesprochen? Es war manchmal ein bisschen schwierig. Also man musste beim zweiten Besuch... Nein, eine wollte Geld zum Beispiel und es hat mich ein bisschen irritiert und ich wollte sehen, ja, ist sie das Geld wert? Und dann bin ich zu einer Veranstaltung von ihr gegangen und am Ende muss ich sagen, es war die Frage, wie viel muss sie mich bezahlen, damit ich sie interviewen würde? Also sie war das Geld nicht wert und das war also alles, was zu kompliziert war. Also es gab Leute, die kompliziert waren oder die sehr beschäftigt waren, aber es war mir ganz wichtig, bestimmte Personen zu interviewen, um sozusagen nicht nur die Leute zu interviewen oder zu porträtieren, deren politische Meinung ich bin. Es war mir ganz wichtig, auch ein paar Leute, die nationalreligiös sind, zu treffen und bin ich extra 3-mal in die Stadt Lod gefahren, um auch einmal nur diesen Mann zu treffen, der an dem Abend nicht konnte, am Abend zuvor. Und das war wichtig, weil er eine andere Stimme bringt. Also es geht mir nicht darum, meine eigene Meinung zu hören, sondern auch andere Meinungen. Ich selber habe Akko kennengelernt. Es hat was natürlich selbstverständlich Interessantes. Und ich fand das wahnsinnig interessant, weil das jüdische Akko, also vor Akko liegt, das ist gar nicht die in der Altstadt und es ist wirklich getrennt, da muss man sich auch mal dran gewöhnen als Besucher in Israel, dass die Szenen und Lebenswelten sehr, sehr getrennt sind. Das spiegelt dein Buch übrigens auch. Ich finde, dein Buch spiegelt ebenso diese Sprachskepsis, mit dir überhaupt in so eine nähere Kommunikation zu geraten und du bereitest das wunderbar auf. Aber warum sind in Akko eigentlich diese Unruhen, in welchem Jahr waren die nochmal? 2008 war das erste Mal, ja. Als ein arabischer Autofahrer am Yom Kippur, dem jüdischen Fastentag, in einen jüdischen Stadtteil gefahren ist und die sehr laute Musik spielt aus dem Auto und der wurde
glaube ich, gestoppt oder es gab eine Auseinandersetzung, es kam zu Gewalt, dann kam das Gerücht, dass Juden ihn umgebracht haben und das führte zu ganz großen Straßenschlachten schon damals in Akko. Und die aktuellen Riots waren wann? 2000? Die waren im Mai 2021 genau. Und nur, ich glaube, 2 Wochen zuvor gab es ein festliches Abendessen mit 400 Honorationen, Rabbiner, Imame und so weiter, Vertreter der Kirche, der Polizei, der Politik in Akko und sie haben sich wunderbar unterhalten und haben gesagt, was für ein wunderbares Beispiel für friedliches Zusammenleben sind wir in Akko. Und 2 Wochen später war die Hölle los in dieser Stadt. Ja, aber warum? Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, die ich hier aufgelistet habe. Also zum einen gibt es relativ viel Armut, vor allem in der Altstadt. Die Menschen in der Altstadt sind sehr arm. Es gibt 40% der jungen Menschen in Akko, die weder arbeiten noch studieren. Und die sind eine leichte Beute für Extremisten. Es gibt in den sozialen Netzwerken und in den Moscheen immer noch das Gerede wir oder sie. Und irgendwann wird auch daran erinnert, dass nach dem Teilungsplan der Vereinten Nationen 1947 Akko dem arabischen Staat angehören soll und irgendjemand hat die Idee noch, Akko soll irgendwo getrennt von Israel werden. Und das ist Arbeitslosigkeit, Hoffnungslosigkeit und die zunehmende Gentrifizierung der Altstadt, die wunderschöne Ort, seitdem es auch Weltkulturerbe der UNESCO ist. Natürlich kommen immer mehr Touristen, dann gibt es immer mehr Luxushotels und Airbnb, immer mehr Yachten zu sehen sind und die Fischer sind unzufrieden, die Gebühren sind zu hoch für sie, die Fischer im Hafen von Akko und das alles, das ist etwas, was nicht besonders für Akko ist, das passiert bestimmt in allen Altstädten am Mittelmeer, aber wenn das Nationale mit diesem Gefälle, diese Gentrifizierungsproblem mit dem Konflikt jüdisch-arabisch zusammenstößt, dann könnte es explodieren in Akko. Und es ist schade, denn einer der Ziele der Täter war ausgerechnet das jüdisch-arabische Theater in Akko, was eigentlich für alle offen ist und wunderbare Aufführungen auch für arabische Kinder in arabischer Sprache macht. Spielte keine Rolle, sie haben das Theater komplett demoliert. Und diese Gentrifizierung im klassischen Teil von Akko kommt den arabischen Portemonnaies nicht zugute? Offenbar ist der Neid da. Wenn man arm ist und das Reichtum nicht sieht, weil es weit ist, dann spielt es keine Rolle. Aber wenn Sie sehen, dass immer mehr Touristen kommen und dann parken Sie dort in den engen Gassen und wie auch immer. Also ich weiß es nicht. Also Uri Buri, den ich porträtiere, kommt sehr gut zurecht, ist sehr beliebt in der Altstadt, hat sehr gute Kontakte zu den arabischen Nachbarn, hat seit Jahren beschäftigt arabische Menschen als Kellner oder Köche in seinem Restaurant und trotzdem wurde er nicht verschont von der Gewalt. Ich glaube, die Gewalt war auch da so stark, auch in anderen Städten, weil die Polizei und die Feuerwehr nicht vorhanden waren. Du schreibst, das ist ja auch dein Buchtitel, und es wurde Licht. Wird da überhaupt noch Licht? Ja, es gibt wunderbare Geschichten, auch mitten in der Gewalt, Geschichten, die mich sehr berühren. Also ich habe heute für unser Gespräch mit dem Leiter des Kulturzentrums in Haifa telefoniert, wollte wissen, was ist neu bei ihm. Und der hat, Asaf Ron, hat mir gesagt, sein Sohn kämpft leider jetzt in Gaza, das muss sein und gleichzeitig, das ist das erste jüdisch-arabische Kulturzentrum in Israel und sie machen besondere Veranstaltungen, um sozusagen die Gewalt zu verhindern in Haifa und Mitarbeiter von ihren Institutionen und von anderen Institutionen lernen, mehr zuzuhören und nicht sofort zu kritisieren und einen friedlichen Dialog miteinander zu pflegen. Sie hatten einen interreligiösen Gebet organisiert und jetzt im Dezember, normalerweise feiern sie die 3 Feste, also Weihnachten, Chanukka und Eid al-Fitr, das muslimische Fest und jetzt wegen der Situation wird nicht gefeiert, aber die Stimmung ist brüchig, wie er sagt. Wir hatten alle einen Schock erlebt,
alle sind Radikale geworden. Und was mich sehr besorgt, hat er heute gesagt, man hat das Gefühl, dass wenn man sozusagen patriotisch ist, dann ist man per se gegen ein gemeinsames jüdisch-arabisches Zusammenleben. Und das ist schon ein Riesenproblem. Hast du Israel-patriotische, arabische Israelis kennengelernt? Ja, ich wollte sie nicht interviewen, weil ich fand sie so unrepräsentativ. Aber interessant, oder? Ja, aber für wen sprechen sie? Also ich wollte nicht so ein Kuriosum auf die so eine bunte Kuh irgendwie darstellen. Ich wollte Menschen, die irgendwo für etwas stehen, die irgendwie eine Community oder eine größere Gruppe repräsentieren, nicht jemand, der so schrill ist, dass er einfach nur für sich selbst spricht. Die Regierung, die ja nach allem, was man weiß, noch bis 2026 im Amt ist, dann kommen Neuwahlen, die Regierung Netanjahus mit den beiden faktisch nationalistisch rechtsradikalen Koalitionspartnern, diese Regierung gäbe es nicht, wenn die arabischen Israelis viel, viel zahlreicher zu den Wahlen gegangen wären. Habt ihr darüber gesprochen? Ja, die Wahlbeteiligung war angesichts der Situation der arabischen Minderheit, angesichts der Frustration relativ hoch. Ich würde nicht die arabischen Israelis in einen Topf werfen, also bei den Beduinen in der Negev-Wüste, wo sie in Dörfern leben, die gar nicht anerkannt sind, wo sie 50 Kilometer fahren sollen bis zum nächsten Wahllokal. Da kann man nicht erwarten, dass tausende Menschen, die vom Staat Israel nicht anerkannt sind, die keinen Strom haben teilweise und keine Wasserleitungen, dass sie alle zu Wahlurnen gehen, um Netanjahu zu stoppen. Das funktioniert so nicht. Aber sie waren doch recht erfolgreich in der Regierung davor. Sie konnten natürlich, so wie das in kompromisslerischen Regierungen immer üblich ist, sie konnten auch ein paar Anliegen für die arabische Community durchsetzen, hätte man ja weitermachen können. Also ich würde jetzt nicht die Schuld den arabischen Israelis geben. Also die Schuld, wenn man Schuldige sucht, war die Unfähigkeit der Arbeitspartei und der linken Meretz zu sagen, wir machen eine gemeinsame Wahlliste. Und so haben sie zehntausende Stimmen verloren, während Netanjahu war sehr klug und hat drei kleine, sehr kleine Rechtsaußen-Splitterparteien zusammengefügt, damit sie gemeinsam ins Parlament kommen. Und das sind seine Partner in der neuen Regierung. Sonst wären sie nie zusammengegangen. Sie hätten das auch nicht geschafft, ins Parlament zu kommen. Und die Wahlergebnisse wären ganz anders. Schuld finde ich sowieso immer schwierig. Ich benutze immer lieber das Wort Verantwortung. Das ist ja politisch Verantwortung übernehmen. Ich fand, du gehst ja dann am Ende auch auf die monatelangen Demonstrationen in Israel selber ein, vor dem 7. Oktober, jedenfalls nicht verfassungsaushebelnden Demonstrationen und weist darauf hin, dass eigentlich die Besatzung, vor allen Dingen in der Westbank, Westjordanland, eigentlich bei diesen großen Demonstrationen, vor allen Dingen in Tel Aviv, überhaupt kein Thema waren. Das war am Anfang so, tatsächlich. Man wollte, also ich war auf einer dieser Demonstrationen im Januar, eine der ersten, ich glaube, das war die zweite Demonstration, und ich war erstaunt. Erstmal, so viele blau-weiße Fahnen sieht man nur bei Siedleraufmärschen. Mhm. Das Ziel war zu sagen, wir sind Patrioten, wir haben sehr viele Fahnen und wir überlassen das nicht den Rechten. Das war das Ziel. Deswegen habe ich den ganzen Abend eine Palästinenserfahne gesucht und am Ende eine gefunden. Es gab eine einzige. Also die arabischen Israelis waren nicht gewünscht, weil man nicht wollte, dass diese eine Fahne oder vielleicht zwei irgendwie in den sozialen Medien multipliziert werden. Und dann werden die ganzen Demonstranten als unpatriotisch, als Verräter dargestellt. Das war die Idee. Inzwischen ist es alles viel lockerer. Es wurden auch arabische Politiker eingeladen, auf solche Demonstrationen das Wort zu ergreifen. Am Rande finden auch kleine linke Proteste statt. Also das ist alles ein bisschen lockerer. Und ich kann nur hoffen, dass die arabischen Israelis
aktiver an diesem Prozess teilnehmen, an diesem demokratischen Prozess. Denn es ist ziemlich klar für die linken Parteien, dass sie nur dann an die Macht zurückkommen können, wenn sie eine jüdisch-arabische Koalition schmieden können. Sonst sehen ihre Chancen ziemlich düster aus. Das können wir dann in der Debatte noch vertiefen. Haben Sie Ihr Fragen, Nachfragen, wo ich quasi das Gras noch unabgeknabbert gelassen habe? Der Verleger möchte was zu den Fotos sagen. Wenn wir die ins Buch getan hätten, dann wären sie schwarz-weiß geworden und dann hätten sie schon mal irgendwie also den größten Teil ihres Eindrucks irgendwie verloren. Und außerdem haben wir darüber gar nicht geredet. Über die Bilder haben wir, glaube ich, gar nicht geredet. Es ging um das Buch, es ging um den Text. Aber ich wollte noch mal Igal fragen, die arabische Minderheit ist ja politisch beteiligt gewesen an der vorigen Regierung. Aber sie wollte diese Beteiligung am Ende auch nicht mehr. Warum eigentlich? Also das war ausgerechnet die Islamische Partei, die an diese Rahmen, die an diese Koalition beteiligt war. Das war eine Islamistenpartei, so sagte mir das ein israelischer Freund. Die gemäßigten Islamisten, weil die radikalen Islamisten boykottieren die Wahlen. Und die waren beteiligt an einer 8-Parteien-Koalition mit dem Ziel, Netanyahu abzusetzen. Also von Naftali Bennett, der vorher der Sprecher der Siedlerbewegung war, bis zu den Islamisten. Und die Tatsache, dass Mansour Abbas, der Chef dieser Islamistenpartei, ein anständiger Politiker war und sehr guten Eindruck gemacht hat, auf mich auch. Also er hat mich sehr, sehr bewegt, als er im April, also ich glaube einen Monat vor diesen Unruhen, im israelischen Parlament das Wort ergriff und sich sagte, er verneigt sich vor den Kämpfern des Warschauer Ghettos und sagte, dass die Leugnung des Holocaust sei verboten nach dem Islam, sei eine große Sünde. Das hat mich sehr, sehr bewegt. Und Mansour Abbas ging auch nach Lod in eine, zusammen mit dem ultrarechten Bürgermeister besuchte er eine Synagoge, die geschändet wurde und hat dort gemeinsam ein Interview gegeben und hat sogar versprochen, Spenden für die Restaurierung dieser Synagoge zu geben. Also das fand ich ganz, ganz toll, weil das hat ihm bestimmt manche Stimmen von seinen Wählern gekostet. Und solche Gästen hätte man mehr woanders gesucht. Ich glaube, das waren die arabisch-jüdische Partei, Hadash, die dagegen waren, gegen diese Regierung aus verschiedenen Gründen. Und sie haben bestimmt gewusst, was passiert, wenn die Regierung stürzt und dass es vielleicht Neuwahlen gibt und Netanyahu wieder an die Macht kommt. Das war ein großer Fehler. Aber wie auch immer, also ich hoffe, dass sie aus diesen Fehlern gelernt haben und dass sie zahlreich bei den nächsten Wahlen auftreten, weil wenn sie die Wahlen boykottieren, können sie nichts Besseres tun. Also wenn zum Beispiel die arabischen Menschen in Jerusalem haben sie ein Wahlrecht für den Bürgermeister und sie sind 39% der Bevölkerung, dann können sie mitbestimmen, wer der nächste Bürgermeister von Jerusalem sein wird. Aber sie wollen nicht an den Wahlen teilnehmen. Also alle 4 Jahre kommt ein neuer Kandidat. Weil sie damit dann quasi den israelischen Prozess anerkennen würden. Sie damit praktisch die Einigkeit der Stadt Jerusalem anerkennen würden und das wollen sie nicht. Also es gibt ganz wenige, die zur Wahl gehen. Die Tendenz ist immer mehr zunehmend in Ostjerusalem, immer mehr Palästinenser wollen die israelische Staatsbürgerschaft. Und das erschwert Israel wiederum, weil sie nicht so ein großes Interesse daran hat. Und es gibt immer mehr Palästinenser, die nach Westjerusalem umziehen. Das ist nicht verboten, weil das Leben dort gemütlicher ist. Also diese Grenzen werden ein bisschen verwischt, auch in anderen Städten. Also das Zusammenleben wächst notgedrungen, weil die Lage in den arabischen Kommunen so schlecht ist, dass wer sich das leisten kann, zieht in eine jüdische Stadt. Und es gibt mindestens 2 Städte, die inzwischen gemischte Städte sind, aber sie bekennen sich nicht dazu. Sie wollen nichts damit zu tun haben. Welche sind das? Das sind Karmiel und Nof HaGalil. Nof HaGalil ist praktisch Nazareth Elite, die sich umbenannt hat, um sich auch sprachlich, namentlich abzusetzen von Nazareth. Das arabische Nazareth unten und oben Nazareth Elite, die sich inzwischen Nof HaGalil nennt. Ein Viertel der Bevölkerung sind arabische
Israelis. Sie sind zufrieden dort, weil die... Aber Sie sprechen nicht drüber. Es ist Ihnen peinlich, den Städten, dass Sie mehr und mehr sich mischen. Es gab eine Delegation der gemischten Städten. Gerade als ich in Israel war, wusste ich, dass viele Politiker, ich glaube, nach Belfast gefahren sind, Nordirland. Und diese zwei Städte wollten keinen Vertreter schicken, weil sie sozusagen damit nichts zu tun haben. Dass ein Viertel der Bevölkerung arabisch ist, spielt keine Rolle. Diese Bevölkerung will überhaupt nichts. Sie stellen keine Forderungen, wie zum Beispiel ein arabischer Kindergarten, Schule, Straßennamen nach arabischen Persönlichkeiten. Nein, sie sind zufrieden, wenn das alles funktioniert in der Stadt. Und warum nicht? Weil es für sie nicht das Hauptthema ist. Sie wollen ein gutes Bildungssystem für ihre Kinder, ein gutes Schulsystem. Die Kinder, wenn sie in eine jüdische Schule gehen, lernen sehr gut Hebräisch. Das ist ganz wichtig für ihre Zukunft in Israel. Sie wollen, dass die Straßen sauber sind. Und das ist für sie viel wichtiger, als wenn die Straße jetzt, Zionismusallee heißt oder Umkulturmallee, wie auch immer. Das ist für sie zweitrangig. Da gab es eine Frage. Ja, danke schön auch für den interessanten Input und die Diskussion. Ich habe eine Frage einmal zu der Kommunistischen Partei, die wurde ja erwähnt, Chadash heißt die, glaube ich, und Ayman Odeh, der Vorsitzende, habe ich so gehört, dass der auch jetzt so eine, auf der Basis gleicher Rechte, so eine Schicksalsgemeinschaft beschwören kann. Und zugleich habe ich gehört, dass sie eben von der rechten Regierung sehr unterdrückt werden oder sogar ein Verbot avisiert werden könnte. Wie siehst du das? Und zum Zusammenleben und Engagement, jetzt waren ja sehr viele, Leute in Berlin bei Veranstaltungen von Standing Together, einer jüdisch-arabischen Organisation, die eben sich sehr engagieren für gleiche Rechte auch. Wie schätzt du die ein? Und zu den Rechten in der Regierung, man hat ja den Eindruck, dieser ganze schreckliche Krieg, ist ja alles schrecklich, noch schrecklicher geworden, läuft ja weiter, auch mit schrecklichen Folgen im Gazastreifen. Und da hat man ja habe ich den Eindruck oder höre ich von journalistischen Beobachtern, dass eigentlich die ganz Rechten in der Regierung wissen, was sie wollen, das ist nämlich ziemlich Schlimmes. Und dass im Moment die Bundesregierung eigentlich auch rechter ist als die US-amerikanische Regierung, weil sie da zum Beispiel nicht für einen Waffenstillstand sich einsetzt, tut die US-amerikanische auch nicht, aber ist ein bisschen kräftiger. Wie erklärst du jetzt mal eine provokative These, dass so eine deutsche Regierung da so unklug handelt? Und meiner Meinung nach wäre eben auch Waffenstillstand zu erreichen zu wollen viel klüger. Dankeschön. Also die arabisch-jüdische Partei ist wichtig, ist auch eine Partei, die Unabhängigkeitserklärung Israels unterschrieben hat, die von vornherein schon damals 1948 für eine Zwei-Staaten-Lösung war. Das hat man schon vergessen. Und ich weiß es nicht. Also sie waren nicht Teil der Regierung. Und ja, dieses Verbotsritual, das passiert zwischen in den letzten Jahren immer wieder vor Parlamentswahlen, gibt es einen Versuch, entweder eine ganze Liste oder einen bestimmten Kandidaten auszuschließen von den Wahlen. Denn die Wahlkommission besteht aus Politikern und die hätten lieber die arabischen Parteien, vor allem die arabischen Parteien, ausgeschlossen. Und fast immer werden diese Entscheidungen und dieses Wahlausschusses annulliert vom obersten Gericht. Deswegen ist auch ein großer Kampf, wer sollen die Richter des obersten Gerichtes sein? Wären sie liberal oder wären sie streng orthodox oder rechtsnational? Was jetzt die Position eines Waffenstillstandes, ich glaube, dass die Amerikaner viel mehr Druck auf Israel ausüben, das kann man schon überall, also ist absolut sichtbar. Und ich glaube, dass sie auch viel bessere Chancen haben, da was zu erreichen mit Israel als die Bundesregierung. Und dass die Bundesregierung sich der Stimme enthalten hat, immerhin ist schon relativ viel und löst auch schon eine gewisse Kontroverse aus, was sie da erreichen. Also wenn die Bundesregierung tatsächlich hilft bei den Vermittlungen für den Austausch der Geiseln, dann ist es auch eine gute Sache. Und wenn sie dafür sich der Stimme enthalten müssen, um in der arabischen Welt gute, sozusagen zuverlässige Partner zu gelten, als Vermittler respektiert zu werden, dann ist es auch okay. Es ist jetzt nicht so wichtig,
ob, was weiß ich, 10 Staaten haben dagegen votiert in der UN-Vollversammlung, 24 haben sich enthalten. Das spielt keine große Rolle, ob eine mehr oder weniger. Also ich glaube, dass dieser Krieg bald enden wird, schätze ich, weil der amerikanische Druck immer größer wird. Andererseits, ob diese Ziele des Krieges, die Vernichtung der Hamas, was das alles bedeuten mag, erreicht werden, man kann es natürlich hoffen, denn die Hamas ist nicht gut auch für die Palästinenser, aber was passiert, wenn das nicht erreicht wird? Wie kann man sozusagen das trotzdem als Sieg verkaufen? Mit welchen Folgen werden die Geiseln ausgetauscht? Das sind ganz große Fragen und im Moment weiß niemand, wohin, was man eigentlich will. Welche Zukunft hat der Gazastreifen? Also als Enklave sehe ich das nicht. Also es muss irgendwo eine Perspektive für die Palästinenser sein. Ich glaube, die beste Waffe gegen die Hamas ist eine Demokratie in den Palästinensergebieten und ein Friedensprozess. Denn das ist, was die Hamas nicht will. Wenn man sagt, wir marschieren jetzt zu einer Zwei-Staaten-Lösung, dann ist das das Beste, um diese große Unterstützung im Moment für die Hamas sozusagen in diese große Unterstützung herunterzuziehen, also etwas dagegen zu tun. Es gibt ja jenseits von Israel, also im Übrigen inklusive der Vereinten Nationen, gibt es wahnsinnig viele Diskurs- und Sandkastenspiele. Also was jetzt mit Israel Zukunft zu sein hat, es gibt viele Vorschläge und am Ende des Tages ist es natürlich die israelische Politik selber, die zu entscheiden hat. Aber wie kommen eigentlich solche Pläne, da fällt mir jetzt der Name Omri Böhm ein, der redet nicht von Zwei-Staaten-Lösung, sondern einer Konföderation, das berührt ja ganz tief auch den journalistischen Gehalt deiner Reportagen, deiner Berichte, deines Buches, ein jüdisch-arabisches Zusammenleben. Ist das vollkommen jenseits auch vom Utopischen oder könnte man in diese Richtung weiter fantasieren? Also das jüdisch-arabische Zusammenleben in Israel ist einigermaßen in Ordnung, obwohl die arabischen Israelis und die jüdischen Israelis Gegner waren, obwohl die arabischen Israelis jahrelang unter Militärhoheit gelebt haben, Militärverwaltung. Also sie haben inzwischen nach so vielen Jahren, 75 Jahren Staat Israel, ihre israelische Identität ist stark genug, dass sie sagen, und jetzt gerade durch das Massaker der Hamas, den Angriff und die Raketenangriffe der Hamas, ist die Identifizierung der arabischen Israelis mit ihrem Staat sprunghaft gewachsen, von 48 auf 70%. Das kann man aber nicht auf die Palästinenser in den besetzten Gebieten übertragen. Die sehen Israel vor allem als Feind, sie sehen nur Soldaten und Siedler. Sie kennen also natürlich die Leute, die in Israel gearbeitet haben, aber die werden immer weniger. Es gab jahrzehntelang eine gute Zusammenarbeit, viele sprachen auch Hebräisch, aber diese Generation ist sozusagen eine Minderheit inzwischen geworden. Also es gibt immer viele, die Israel nur als Feind kennen und das ist ein Problem. Trotzdem gibt es gute, auch da habe ich ein paar Hoffnungszeichen gefunden. Also nur als Beispiel, die Kleidung der Kibbutz-Bewegung, die sozusagen die patriotischen Kleidung im Kibbutz, diese Khaki oder Blau, einfachen Kleidung der 60er und 70er Jahre von der Firma Atta produziert. Atta hatte die größte Kette von Boutiques oder ja, so Stores in ganz Israel. Und irgendwann ging diese Firma pleite, Konkurs, weil Textilien zu produzieren im Fernen Osten ist viel billiger. Und jetzt vor wenigen Jahren wurde Atta neu gegründet. Es gibt so einen Trend, die alten Kleider der Kibbutzim, der Pioniere, ja, ist jetzt in der Mode. Die Preise sind natürlich ganz, ganz hoch, weil es ist jetzt schick, sowas zu kaufen.
Und rate mal, wo diese Kleidung genäht werden. Ich nehme an, in der Westbank. Nein, in Gaza. Aha. In Gaza, weil die Textilindustrie in Gaza ist hervorragend, hat eine lange Tradition, die Preise sind sehr, sehr niedrig und es braucht nur einen Händler, der einen Passierschein hat, der hin und her fährt und die Zusammenarbeit funktionierte fantastisch. Das Einzige, was die Mitarbeiter in Gaza nicht haben wollten, war Stoff in Khaki-Farbe, denn die wollten nicht ermordet werden, weil man sie verdächtigen würde, sie nähen Uniformen für die israelische Armee. Nun vorher, das heißt, steht Made in Israel, das wird aber in Palästina hergestellt, in Gaza. Die Zusammenarbeit war hervorragend, keine Probleme, weil beide Seiten ein Interesse daran haben. Ich rede gar nicht von einem israelischen Softwareunternehmen, der 20 Programmierer in Gaza beschäftigt. Es stand sogar in der Presse. Es gibt 20 gute Programmierer in Gaza bestimmt. Und es ist ein bisschen kompliziert, sie zu bezahlen, aber das hat man schon den Weg gefunden. Der Krieg wird irgendwann ein Ende haben, durch welche Kräfte auch immer. Sind diese Fäden, von denen du jetzt erzählst und von denen du jetzt wahrscheinlich noch viel mehr erzählen könntest, sind diese Fäden wieder aufzugreifen? Ich glaube, die beste Sicherheit sind gute nachbarschaftliche Beziehungen. Also ich schreibe in meinem Buch, und das ist schrecklich, jetzt diesen Satz zu lesen, den ich im Frühjahr geschrieben habe, in Israel wähnt man sich in Sicherheit, dank des an manchen Stellen leicht überwindbaren Grenzzauns. Also Zäune allein und Mauern allein werden das Problem nie lösen, denn es wird immer... Aber ein besserer Zaun wäre auch eine Lösung gewesen. Ja, aber eine Perspektive für eine bessere Zukunft für beide Seiten wäre viel wichtiger, finde ich, oder sagen wir genauso wichtig, denn sozusagen, das würde der Hamas sozusagen den Boden austrocknen, beziehungsweise die Sympathien für die Hamas werden verschwinden, sobald die Leute eine Perspektive haben, eine Arbeit haben. Im Moment dürfen sie nicht arbeiten, auch im Westjordanland, nicht nach Israel kommen und wenn sie nichts zu tun haben. Und das verstehst du doch. Wenn sie nicht, ja gut, ich habe viel zu tun, aber wenn die Leute keine Arbeit haben und dann neigen sie dazu, sozusagen den Extremisten sich anzuschließen. Das haben wir auch in Akko gesehen. Und das ist jetzt, es ist gut für Israel, wenn die Palästinenser arbeiten können. Es ist gut für Israel, wenn sie auch eine Perspektive haben. Und Zäune allein sind, glaube ich, nicht ausreichend auf die langfristig. Natürlich müssen gute Zäune hin, aber das allein würde nicht ausreichen, finde ich. Liebes Publikum, da gab es noch eine Frage. Ja, bitte. Halt. Wir sind ja nicht im WG. Einmal ins Mikro sagen, bitte. Bitte. Vielen Dank erstmal. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber werde es bestimmt tun. Ich hätte eine Frage, die auch eher Richtung Taz geht, weil also ich erstmal sehr dankbar bin für diesen Abend. Und Sie haben eben von Verantwortung gesprochen. Mir ist gerade etwas aufgefallen, sowohl bei Fragen als auch allgemein immer, aber in den letzten Wochen noch im Diskurs, ist, dass aus der deutschen Perspektive versucht wird, wie aus jeder europäischen Perspektive, politische Systeme und Kulturen, die man hier kennt, dort zu übertragen. Wobei sie sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind und die Komplexität der israelischen Gesellschaft eben sehr hoch ist. Links ist nicht Antipatriot sein. Viele kämpfen jetzt auch als Soldat mit dem T-Shirt von der sehr linken NGO für Frieden. Das ist steht nicht im Gegensatz zueinander dort. Und ich glaube, also ist ein bisschen ein Wunsch, was ich gerne transportieren möchte, ist, dass man andere Stimmen in die Berichterstattung reinkommt, wie diese jetzt heute, die diese Komplexität wiedergeben
und die ein besseres Zusammenleben auch hier ermöglicht. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass das Zusammenleben hier schlechter ist als dort. Und genau, das wollte ich einfach so sagen als Bitte, dass man eben diese unterschiedliche und diese Komplexität auch hier besser widerspiegeln müsste, weil für ein gutes Zusammenleben in Israel und in Palästina zu sein, für zwei Staaten zu sein, heißt ja nicht, dass man keine existenziellen Ängste hat für den eigenen Staat Israel. Und diese Komplexität eben rüberzubringen, ist super wichtig, damit auch hier das Zusammenleben möglich ist. Also ich habe einen Freund von mir interviewt, der lebt in einem Kibbutz oder lebt in Kibbutz Miflasim, 4 Kilometer von Gaza-Streifen entfernt. Und ich habe ihn am 7. Oktober schon in Kontakt aufgenommen und er schrieb, wir sitzen da im abgedichteten Raum und wie gesagt, die konnten glücklicherweise noch flüchten. 7 Stunden lang hat es gedauert, bis das Militär kommt und sagen wir, 2 Wochen später habe ich mit ihm ein Interview geführt und der hat gesagt, er war bereit vorher auf Jerusalem zu teilen für den Frieden, aber jetzt glaubt er einfach an gar nichts mehr. Aber ich glaube, das ist einfach ein momentaner Gefühlsausbruch. Er ist immerhin wieder zurück in seinem Dorf und ich musste mich sehr, sehr bemühen, irgendwas Positives von ihm rauszukitzeln. Und tatsächlich kam heraus, dass beduinische Bekannte oder Freunde, obwohl sie nicht so nah sind, angeboten haben, dass die Familie dort wohnen kann, vorläufig, solange das gefährlich ist. Denn eine Zeit lang durften sie gar nicht in den Kibbutz zurück, denn es war militärisches Sperrgebiet. Also immerhin, beduinisch-muslimische Israelis haben der Familie ein Zuhause angeboten, was nicht jeder Mensch in Deutschland weiß. Also wer weiß, dass 20 arabische Israelis getötet wurden durch die Hamas. Manche durch Raketenangriffe und andere, weil sie in einem Kibbutz gearbeitet haben und entführt wurden. 2 wurden gerade jetzt freigekommen. Ein Krankenpfleger mit dem Krankenwagen war auf diesem Musikfestival und hat noch die Leute betreut und wollte nicht die Verwundeten hinter sich lassen und wurde auch umgebracht von der Hamas. Also das ist wichtig zu sagen, dass die Hamas Israelis töten wollte, egal ob sie jüdisch oder muslimisch sind. Das ist wichtig, das zu sagen. Bitte. Ja, vielleicht können Sie das in dem Kontext beantworten. Ich hatte vielleicht gehofft, weil das ein so weites Feld ist, Sie würden etwas auch noch aus dem Buch lesen. Vielleicht bin ich auch nicht die Einzige, der es so geht. Dann könnte man doch noch ein bisschen mehr verstehen. Aber ich muss jetzt die Gretchenfrage stellen bei der Gelegenheit. Ich verstehe das Ganze nicht. Vielleicht bin ich aber auch nicht die Einzige. Erstens, was ist eigentlich oder was hat es immer mit den sogenannten Siedlern auf sich? Und die zweite Frage, was ist dieser Widerstand gegen eine Zwei-Staaten-Lösung? Ja. Na gut, die Siedler, es gibt solche und solche. Es gibt Radikale, die militant sind, es ist eine ganz kleine Gruppe, die profitiert davon, dass das israelische Militär nicht interveniert. Das israelische Militär im Westjordanland hat ein Befugnis, gegen Palästinenser vorzugehen, aber nicht gegen jüdische Siedler. Das ist ein großes Problem und manche dieser Soldaten sind selbst Siedler. Das macht das alles viel komplizierter. Aber ich glaube nicht, dass die Siedler das Problem sind. Wenn man eine Lösung finden würde, dann würde man schon eine Lösung finden, wo ein Teil der Siedler, ein kleiner Teil vielleicht, evakuiert werden müsste. Das ist gelungen in Gazastreifen. Es war vielleicht einfacher damals. Es gab zumindest einen Ministerpräsident, der das unbedingt wollte. Und dann hatte das erreicht. Ohne Blutvergießen wurden 8.000 oder 10.000 oder 12.000 Siedler geräumt aus dem Gazastreifen damals. Also das ist jetzt nicht das größte Problem, die Siedler, sehe ich das. Also die Zwei-Staaten-Lösung war einfach die Lösung, die die meisten wollten im Moment. Was ist die Alternative? Ein gemeinsamer Staat? Die Israelis wollen das nicht. Die wollen, ja, also ich habe ein gemeinsames Interview mit einer Palästinenserin gemacht, die Halima, die
Familie im Gazastreifen hat und sie hat eine Idee für einen gemeinsamen Staat. Inzwischen versteht sie die Angst der Israelis auch wegen der Shoah, eine Minderheit im eigenen Land zu werden. Und deswegen bietet sie einen gemeinsamen Staat für die jüdische und palästinensischen Menschen da zwischen Jordan und Mittelmeer, mit einer ein demokratischer Staat, mit einer Einschränkung, dass die Regierung immer in jüdischer Hand sein wird. Das ist ein bisschen merkwürdig. Wie soll es funktionieren? Also soll man immer ein bisschen schummeln bei den Wahlen oder wie auch immer. Aber das ist ihre Sicht der Dinge, ist schon sehr progressiv, würde ich sagen. Aber ich glaube nicht, dass man braucht eine Regierung, die weiß, was sie will. Und dann werden sich die Siedler sind eine kleine Minderheit in Israel, das muss man sagen. Und es kann nicht sein, dass die Minderheit der Mehrheit dir den Weg diktiert. Lieber Igal, wir haben hier 20.03 Uhr, eine formale Anmerkung. Wir lassen immer nicht so gerne ganz viel lesen, weil Sie sollen doch auch das Buch kaufen. Und dann hören Sie die Stimme mit, das ist so charmant. Glauben Sie mir, mir geht es auch so. Wir haben mit 20.03 Uhr, gibt es noch eine allerletzte Wortmeldung, womöglich. Igal, was soll ich sagen? Du schreibst jetzt schön ein neues Buch, das kostest du erstmal aus, du recherchierst weiter und überall, Sekunde, wo? Habe ich das unterdrückt, diskriminiert? Sind Sie traumatisiert? Nein, jetzt. Dankeschön. Erstmal finde ich es klasse, dass Sie sich auch mit diesem Thema beschäftigen, nämlich jüdisch-arabisches Zusammenleben. Und das auch sehr positiv sehen und damit ja auch sagen, und es wurde Licht als positive Perspektive für die Zukunft, gerade in dieser Zeit. Für mich ist es so, dass ich jetzt mal unabhängig davon, und das sehen wir ja auch, mal von den Begrifflichkeiten ein bisschen wegkomme. Wir haben Israel, Palästina. Ein bisschen ins Mikrofon sprechen. Wir haben das und, Judentum, wir haben und den eine Islam. Frage stellen, das ja, schön. Ich komme gleich dazu. Und die Frage ist natürlich auch so, wo wollen wir denn eigentlich hin mit der ganzen Diskussion? Und es ist für mich hier in Berlin ja auch interessant zu sehen, auch über die Erzählung jetzt, dass Sie ja auch beschrieben hatten, dass 2 Millionen Palästinenser beziehungsweise Araber in Israel leben und es auch dort Probleme gibt, die auch wir hier haben. Meine Frage ist insbesondere geht es hier um Gewalt. Ja, Gewalt ist das permanente Thema in diesem ganzen Kontext. Und ich würde es nicht so sehr auf Religion beziehen, weil Religion ist eine vergängliche Größe, wie wir wissen, und das ist austauschbar und das mag jeder halten, wie er will. Sondern ich bezeichne es mehr als eine Kultur. Und die Frage, die ich habe, ist insbesondere, wie wollen wir eigentlich mit dieser Kultur umgehen, die Gewalt als Durchsetzungsinstrument behauptet und wir gerade hier in Deutschland, in Berlin, auch permanent mit diesem Thema beschäftigt sind. Und aus Ihrer Erfahrung jetzt, jüdisch-arabisches Zusammenleben in Israel, das ist ja eher eine Beschreibung eines sehr friedvollen Miteinanders oder des Versuchs des Friedvollen. Und wie ist die Perspektive dazu? Das ist die entscheidende Frage. Dankeschön, wie ganz super, danke. Danke. Frage wurde jetzt gestellt, egal. Also ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass die Gewalt nur von arabischer Seite kommen kann. Also es kann auch von Siedlern kommen und gewalttätige Menschen sind auf beiden Seiten. Also es gab nur einen Moment in diesen ganzen Begegnungen, wo ich mich ein bisschen bedroht fühlte mit meinem Gesprächspartner. Also ich dachte, wenn die Situation anders wäre, also er klang schon ziemlich bedrohlich, also nicht unbedingt friedlich. Das heißt, aber ansonsten fühlte ich mich nicht bedroht oder gefährdet oder irgendwie sonst. Manche Leute wollten nicht reden, es waren ganz wenige, aber ansonsten war das alles ganz unkompliziert, würde ich sagen. Also ich glaube, wenn man die Leute auch kennt, dann fühlt man sich nicht bedroht.
Also ich habe ganz bewusst eine Lesung gemacht in Neukölln gerade. Es war voll. In der ersten Reihe saß der Imam der großen Moschee, den ich persönlich eingeladen habe. Der ist gekommen, es waren auch ein paar junge Palästinenserinnen und wir hatten eine wunderbare Diskussion danach. Also das, diese Vorstellung, dass es gefährlich ist, dann gehe ich nicht nach Neukölln und nein, also es war, glaube ich, Polizei war in der Nähe, wenn was passieren würde, aber es ist noch nie was passiert bei diesen ganzen Veranstaltungen und das ist schon ein gutes Zeichen, finde ich. Also ich würde nicht die Gewalt unterschätzen, aber man muss nicht überall voller Angst sich immer wieder einschränken. Das wäre keine Lösung, finde ich. Eine persönliche Anmerkung. Kommen Sie nach Neukölln, ich wohne da, ich überlebe da seit 27 Jahren. Alitschik, ich danke Ihnen, ich danke dir hauptsächlich, egal, das war wunderbar. Ich, ja, laut. Also vor allen Dingen imponiert mir, dass du noch bis in die letzte, in das letzte Fäserchen israelischen Alltags einzutauchen weißt und das auch uns mitteilen kannst. Es waren so viele Informationen und neue Aspekte dabei. Das war ausgesprochen lohnend. Schön, dass du da warst, liebes Publikum. Wir ahnen schon, das hat sie auch gefreut. Vielen Dank. Das war der 417. Taz Talk. Und ich glaube, der 18.12. ist ein Montag. Kommenden Montag haben wir einen digitalen Talk. Da spricht mein Kollege Daniel Schulz mit der feministischen Autorin Sibel Schick. Weißen Feminismus canceln. Und in der kommenden Woche haben wir auch noch Marco Martin zu Gast. Er spricht über Israel oder sein persönliches Schatzkästchen. Schönen Abend. Frohe Feiertage, in welcher religiösen Hinsicht auch immer. Adieu. Ja, und wie gesagt, ich habe noch ein paar Bücher hier, wenn Sie möchten, können Sie auch noch eine Signatur und so weiter. Und es gibt viele Geschichten, die ich nicht erzählt habe. Das können Sie ruhig da lesen.